gut wie erledigt, verehrte Prinzessin. Stets zu Diensten. Yep. Jetzt, da wir unser jüngstes Abenteuer bestanden haben, können wir uns zurücklehnen und entspannen. Mit dem sicheren Gefühl, alles unter Kontrolle zu haben. Haha!
Wait! Ah! Oh, no! No! Sorge, Rabbit Peach. Wir schlendern ganz entspannt über den Rücken dieses Flugwesens und sind ruckzuck am Ziel angekommen. Oh, streck dir die Wörter entspannt. Schlendern und keine Sorge. Gegner im Anmarsch! Mario, geh in Deckung und lass dich nicht ungeschützt erwischen. Bewege dich von Deckung zu Deckung und vergiss das Angreifen nicht. Let's go! Versucht nun, sie zu erreichen, indem ihr euch zur Schwanzspitze des Mantas begebt. Rabbit Peach, du bist in Sicherheit, trotz dieser mysteriösen, bösen Energie, die unsere Waffen außer Gefecht setzt. Unsere Waffen funktionieren nicht? Ha, dann starten wir doch einfach unseren mächtigen Raserei-Angriff. Der hat uns schon in so mancher Schlacht aus der Patsche geholfen. Mit der Raserei können wir diese eiförmigen Dinge ablösen. Und sobald ihr sie habt, könnt ihr sie auf die kugelförmigen Augapfelausstülpungen der Kreatur werfen, ihre Schwachstellen. Ah!
sich hinter diesem Spalt. Wir müssen einen Weg finden, rüberzukommen. Zeit für einen Teamsprung. Unsere Waffen sind wieder einsatzbereit. Das heißt, in Deckung gehen, Ziel anvisieren und feuerfrei auf diese Strolche. Passt aber auf, denn diese Dimension ist anders als unsere. Nach einem Schuss könnt ihr euch nicht mehr bewegen. Oh.
ist außerhalb unserer Reichweite. Trotzdem gehen ihre Energiewerte weit über das hinaus, was ich erfassen kann. Jede Hilfe ist uns willkommen. Mario, zeig mal, was deine neue Fähigkeit vermag. Apropos Fähigkeiten. Denkt daran, dass ihr beide über individuelle Techniken verfügt. Ich habe das Gefühl, dass ihr sie brauchen werdet.
Herzlich willkommen, Mario und Rabbit Peach. Schön, dass ihr unversehrt seid. Eure Sicherheit ist für unsere Mission von entscheidender Bedeutung. Hey, hallo. Erinnerst du dich? Das Wesen, das dich erschaffen hat. Auch ich lebe noch. Ebenfalls erfreulich, aber in deinem Fall ist der kritische Erfolgsfaktor um 31,732193% geringer. Nimmt Genie ihre Arroganz nicht übel. Als neue künstliche Intelligenz des Schiffes hat sie erst gestern ein Ich-Bewusstsein erhalten. Offensichtlich ist da noch ein wenig Qualitätskontrolle erforderlich, aber da wir uns gerade in einer Notsituation befinden, wollte ich... Hallo, mein Kleiner. Interessant. Dem Anschein nach besteht diese Kreatur zu gleichen Teilen aus Rabbit und Luma. Folglich steckt eine große Menge Energie in ihr. Ich vermute, dass noch mehr davon über die Galaxie verteilt sind, aber mir fehlen die Daten, um eine genaue Zahlenangabe machen zu können. Misera nimmt die Galaxie ein, mit Hilfe einer zerstörerischen Energie namens Finsterzeit. Ich kann das Epizentrum dieser Aktivität ausmachen. Miseras Festung. Unser Schiff würde eine Ewigkeit brauchen, um von unserer aktuellen Position zu dieser Festung zu gelangen. Allerdings könnten wir mit Finsterzeit-Energie in gereinigter Form eine Reihe von Warp-Tunneln erzeugen, durch die wir quasi sofort dorthin gelangen würden. Genau das wollte ich unserem Freund hier gerade vorschlagen. Wie sollen wir deine Art eigentlich nennen? Aha, wie wäre es mit Rabbit Lumas? Wirklich? Wenn man es objektiv betrachtet, passt Rabbit Lumas doch eigentlich perfekt, oder? Der nächste Planet in Reichweite ist Strahlestrand. Dort hat sich die Finsterzeit bereits ausgebreitet. Es gibt nicht genügend Daten, um die Gefahrenstufe einzuschätzen. Hör auf, Genie. Für dich sind Abenteuer vielleicht neu, aber nicht für uns. Bei dieser Mission erwarte ich einen Schwierigkeitsgrad von... Natürlich behalte ich mir das Recht vor, meine Meinung im Laufe der Mission jederzeit zu ändern. Wie auch immer, durch die Rückendeckung der Rabbit Lumas wird unser steiniger Weg schon etwas weniger beschwerlich. Ich dachte, wir hätten uns auf Sparks geeinigt. Egal. Wichtig ist, dass sie uns helfen. Jetzt, da Misera weiß, dass sie bei uns sind, wird sie uns bestimmt nicht noch einmal belästigen.
Raus, raus, raus! Steck das Ding weg! Wir sind Helden, keine ungezogenen Touristen. Helden? Binga, binga, bonga, Baby! Genau da. Dieses Ding ist ein Finsterzeit-Tentakel. Wenn wir ihn vernichten, können wir nicht nur seinen schädlichen Einfluss auf das Wetter aufheben, sondern auch seine Finsterzeit-Energie reinigen, um damit einen Warp-Tunnel zu unserem nächsten Ziel zu erzeugen. Außerdem müssen wir alle Finsterzeitpfützen beseitigen. Sie bringen uns zwar keine gereinigte Energie, sind aber trotzdem gefährlich. Außerdem... Augies Anliegen lässt sich mit unserer Mission vereinbaren. Im Dorf habe ich außerdem einen Spark entdeckt. Wir sollten Kontakt aufnehmen. Spark? Nun, wir sind zwar alle hier, aber das Dorf mit seinen Problemen klingt nach einem Job für ein Heldenduo. Und meine Wenigkeit natürlich. Ein Kinderspiel. Bringen wir es hinter uns, bevor meine Nanodioden einrosten. Wer kommt mit? Hey, Leute! Stellt euch vor! Yeah! Oh!
Aha! Come on.
schätze, wir brauchen diesen Spark des Lichts aus dem Tempel, um diese Tür zu öffnen. Schließlich ist es ein Leuchtturm, stimmt's? Woohoo!
Weißt du, wir waren eigentlich hinter einem anderen Spark her. Aber was soll's? Ha, je mehr, desto besser. Let's go! Thank you.
Offenbar glaubt Augie, er entstamme einer Familie von stolzen Halbgöttern. Wandbilder sind für solch göttliche Geschöpfe sicher das, was für andere Familienfotos sind. Leider wird diese königliche Darstellung der Geburt von Augie und seinem Zwillingsbruder Perfectus von Augies chronischen Verdauungsproblemen ruiniert. Vielleicht könnten wir über diesen Steg auf die andere Seite gelangen, aber erst müssen wir irgendwie den Wasserpegel anheben. Im Alter von 10 Jahren war Augies Bruder der Schutzgott der mühelosen Siege, der epischen Liebesgedichte und der prächtigen Bauchmuskeln. Der einzige Preis, den Augie als Kind gewonnen hatte, war der 2. Platz im Bratwurstwett. Thank you.
Jetzt mag es nichts nicht verlieren. Ganz genau. Ohne den Spark können wir nicht in den Leuchtturm gelangen. Genie, das ist wirklich nicht der einzige Grund, warum wir dieses arme Wesen retten sollten. Natürlich. Der Sieg über den Finsterzeit-Tentakel bringt uns außerdem in den Besitz einer der beiden gereinigten Finsterzeit-Energiekristalle, die wir brauchen. Allerdings ist die Finsterzeit-Energiedichte dieser Kreatur höher als die der Pfützen. Das bedeutet, dass unsere Gegner deutlich stärker sein werden. Das hat man nun davon, wenn man das Empathie-Modul der KI der Einfachheit halber beim Discounter kauft.
Angenommen, wir können der geheimnisvollen Fremden trauen. Mit drei Helden, die auf dem Schlachtfeld kooperieren, sollten wir einen gewaltigen Vorteil erhalten. Sehen wir es durch. Das scheint Finsterzeitportale zu sein. Schnell, zerstört sie! Es werden sicher bald noch mehr Gegner auftauchen. Let's go!